So antreten am Fels, das kann man unterwegs oft mal machen, einfach vorne, habe ich da, wie stehe ich da, ist der schon zu weich, zu hart, wie funktioniert das? Ja, das ist der Saliba Raven 3. Für mich sehr gute Passform, super Fersenhalt, man kann sehr gut am Fels damit antreten und klettern. Hat aber auch eine steife Sohle. Ich denke, Steigeisen gehen da auch ganz gut drauf, aber einen sehr weichen oberen Teil, also zum Klettern und Laufen auch auf langen Strecken super. Super Allrounder. Die Ecken beim Wasserrand ist immer eine Problemzone, wenn ich da irgendwo am Stein hängen bleibe, dass ich da ein Eck wegstoße oder dass ich da Kleber löst. Das ist halt bei so einem Schuh eher der Vorteil, weil diese ganze Wasserrand ist viel schöner verklebt und hat gar nicht so kritischen Stellen zum Ablösen. Der Montura Vertigo GTX bietet eine gute Sohle mit einem guten Geröllschutz und man kann bequem drin gehen. Das ist der Hanwag Ferrata 2, ein sehr leichter und angenehmer Schuh und bedingt steigeisenfest. Also wie man hier jetzt an dem Hanwag gut sieht, der hier so eine Flexibilitätsfalte hat, muss das Material natürlich irgendwo hin, was da verdrängt wird. Der Schaft ist sehr, sehr flexibel, sehr weich, sehr angenehm. Vermittelt aber beim Gehen mit Steigeisen dadurch auch nicht den allerbesten Halt. Beim Garmon sieht man eindeutig, dass das hier jetzt nicht in dem Maße ist. Der hat hier diese kleine Einkerbung, den alle Schuhe haben, aber nicht so sehr. Dadurch ist der Schaft oben stabiler und vermittelt beim Gehen mit Steigeisen deutlich mehr Halt. Der Hanwag hat bei der Schnürung unten an der Klemmöse, sollte die so eigentlich aufgehen, was aber oft nicht geht. Und da muss man hier wirklich mit dem Daumen, Fingernagel die aufmachen, weil der so gut zuklemmt, dass man die anders nicht aufbekommt. Ich muss den dann echt mit dem Daumennagel machen. Das geht, solange es warm ist. Aber wenn es richtig kalt ist, muss ich ehrlich sagen, möchte ich das nicht machen. Scarpa Ribel, sehr bequem, sehr gut im Fels, sehr flexibel beim Gehen, also gutes Abrollverhalten. Ohne Scheiß, mit dem Garmon Dritter besteige ich alles, was nicht bis drei am Baum ist. Der Dachstein hat eine durchgehende Zunge, die ist fest eingenäht und von dem her hat er auch einen guten Wasserrand oben. Also das, ich glaube, problematisch ist wirklich, dass man dann sagt, dass man diese Falten richtig legt. Genau. Alle Schuhe im Test sind für semiautomatische Steigeisen geeignet. Das heißt, hinten haben wir einen Kipphebel an den Steigeisen und vorne ein Körbchen. Sind dafür super geeignet und heute bringe ich die Steigeisen auch in dieser Kombination bombenfest auf die Schuhe drauf. Man muss dann hier ein bisschen schauen, dass ich das Körbchen auch entsprechend stramm festziehe, den Restriemen verstaue
immer auf der Außenseite des Schuhs, dass er mir nicht im Weg rumgeht. Und dann hält das bombig auf dem Schuh. Das ist der Mammut Thais, das ist der allerleichteste Schuh im Test. Garmont, sehr stabiler Schuh, ist der schwerste im Test, aber definitiv auch einer der bequemsten Tests, sehr allroundig, finde ich ein super Schuh.